Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind wieder live auf Twitch mit Sims 4 und unserer Die Das Perfekte Erbe Challenge. Wir haben im letzten Stream den ersten Schultag von unserer, ja, Nori gehabt. Nori? Heißt sie Nori? Wieso weiß ich gerade nicht mehr, wie unsere Tochter heißt? Sie heißt doch Nori, gell? Oh mein Gott, ich hatte kurzen Blackout, gell? Glaubst du das? Entschuldigung! Drei Seiten Backlist, oh Gott. Entschuldigung, ich habe kurzen Blackout gehabt. Ja, Nori! Genau, an der Seite werdet ihr jetzt ganz lieb begrüßt von den Zuschauern, die live auf Twitch mit dabei sind. Ja. Gut, wir starten jetzt auch direkt rein mit den Kommentaren, die ihr unter die letzten beiden Videos geschrieben habt. Da gucken wir doch direkt mal. Wir hatten, zwei Folgen, genau, den Neuanfang und, ja, genau, Kommentare, let's go. So, Brittichen hat den ersten Kommentar geschrieben. Also wir schauen uns die Kommentare von beiden Parts an. Das war Part 1 und Part 2 unserer Erbe-Challenge Generation 3. Wie immer, tolles Video. Beim Rückblick kamen mir Tränen. Und es war noch nicht mal so Storyline-mäßig, ne? Und nun sind wir schon in der Generation 3. Wow, wie schnell vergeht bitte die Zeit. Freue mich schon auf weitere Folgen. Same, ich freue mich auch. Tiny hat geschrieben, bin gerade auch in meiner dritten Generation dran und ist ein wildes Auf und Ab als Teenager ungewollt schwanger vom Lehrer. Uff, weil ich meine Sims mal kurz allein gelassen habe. Ups. Hat sie es trotzdem geschafft, Captain im Cheerleading-Team zu werden. Weil der Kerl sie hat sitzen lassen, war sie erstmal nach der Schulzeit glücklicher Single. Aber als ihr bester Freund sie nach einem Date fragte, hat sie sich darauf eingelassen. Mittlerweile verbringen sie ihre Flitterwochen mit Snowboard und Bergsteigen. Mal sehen, was noch so kommt. Das ist eine sehr coole Geschichte. Richtig cool. Sehr schön ausgedacht. Und auch teilweise einfach genommen, was man gekriegt hat, ne? Richtig spannend. Kelly schreibt, ich liebe diesen Part so sehr und das Umstyling war super toll. Frage, welches Merkmal hat Sakura, als sie zum Teenager wurde? Das weiß ich nicht, können wir aber gerne mal schauen. Wenn ihr mich daran erinnert, dass ich Merkmal check von Sakura. Dann schon. Lamalina. Hilfe. Okay, let's go. Zu Sakura hatte ich auf Twitch schon geschrieben, wollte es aber nochmal hier schreiben. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Mom von Sakura auf die Tochter zugehen wird und ihr sagen würde, dass sie ein Auge auf Anando haben, dass er mit Nori keinen Blödsinn macht. Mhm. Da die Mom Nori nicht mag und auch möchte eventuell, dass Sakura Nori auch nicht mag und Sakura immer nur so tut, als würde sie Nori mögen, um ihrem Bruder Anando gefallen, aber sie Nori in Wirklichkeit nicht mag und nur anwesend... Ich bin raus. Anwesenheit ihres Bruders nett zu Nori ist und sobald Anando nicht da ist, total gemein zu Nori ist. Okay, verstehe. Da ja im Stream die Idee kam, dass Sakura sehr nach ihrer Mom kommt, würde das meiner Meinung nach in die Story passen. Auch wenn Nori mir das voll leid tut. Und Anandos Vater könnte ja derjenige sein, der seinen Sohn versteht und versucht, mit seiner Frau darüber zu reden. Diese blockt immer ab, wenn es um das Thema geht und könnte sie Anando... Oh, das ist schon sehr deep, ne? Also, ihr dürft mir immer Vorschläge machen, aber vielleicht nicht direkt auch schon Gespräche vorgeben und so, ne? Also, gerne immer alles ein bisschen... vage halten, weil das ist ja schon eine komplette Storyline. Also das finde ich immer ein bisschen schwierig, weil ich versuche ja schon auch der Situation entsprechend zu reagieren und auch so ein bisschen flexibel zu sein. Aber wenn das so die Story 1:1 vorgegeben ist, finde ich es immer schwierig und dann mache ich es meistens auch nicht so, weil mir das zu 1:1 ist, wisst ihr? Schreibt gerne, also die Idee, dass jetzt zum Beispiel Sakura eher nach ihrer Mom kommt und so, finde ich super. Wobei wir da ja jetzt schon gemerkt haben, dass sie doch nicht so ganz wie ihre Mom ist, weil sie es ja schon ein bisschen geändert hat, ne? Also im nächsten Part merken wir auch, dass Sakura da ein bisschen entspannter doch ist als ihre Mom. Aber ne, ich verstehe die Grundidee, aber es ist mir ein bisschen zu straightforward vorgegeben, weißt du? Was hast du noch geschrieben? Wenn Anando sich für Nori entscheidet, könnte ja sagen, dass seine Mom ihn ohne Geld rausschmeißen würde. Das meine ich, das ist mir viel zu viel vorgegeben. Und Nori merkt das und redet mit ihrer Mom drüber. Elektra zögert nicht lange und entschließt, sich ein Gästebett hinzustellen, da sie eine gute Seele hat und die Situation nicht ertragen kann, damit Anando vorübergehend bei denen unterkommen kann. Elektra stellt deren Mom zur Rede, das ist zu deep, und fragt sich, was mit ihr los ist, ihren Sohn einfach ohne alles rauszuschmeißen. Und Anando ist Elektra so dankbar dafür, dass Elektra eher als seine Mom sieht, weil
weil er sie wieder elektrisch verteidigt. Anano redet kurz darauf mit seinem Vater und er möchte den Kontakt abbrechen. Weil er, okay, ich höre jetzt auf an der Stelle. Lamalina, ich danke dir wirklich, also versteh mich nicht falsch, ne, Girl. Ich bin dir so dankbar für deine Vorschläge, Ellie. Und danke auch, dass du so viele Ideen mit reinbringst. Ich freue mich immer mega, wenn ihr auch so richtig mit drin seid, ne? Also ich finde es toll, wenn ihr so into it story seid und ich liebe auch eure Vorschläge und ich meine, genau dadurch bilden wir das Let's Play und ich glaube allerdings, dass es viel einfacher für uns alle ist, wenn wir das ein bisschen gröber halten, die Story, ne? Wenn ihr mir so Richtungen vorgibt, weil du merkst ja, wie sehr ich auch selbst die Story so ein bisschen schreibe und wie cool ich es halt auch finde, dass plötzlich Sachen passieren, weil viel davon passt jetzt vielleicht auch gar nicht unbedingt in die Situation rein, weil jetzt zum Beispiel sich Sakura doch wieder verändert hat. Also jetzt haben wir hatten die Idee erst und dann hat aber Sakura im letzten Part doch, doch sehr verändert. Also sie war dann doch eher so unsicher und gestresst von ihrer Mom, weil ihre Mom super, super, super streng ist. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir da ein bisschen spontaner sind und das nicht ganz so definieren, weißt du? Die Idee, dass jetzt zum Beispiel Anando rausgeschmissen wird von seiner Mom, kann ich mir schon vorstellen, besonders wenn er jetzt mit Elektra, mit Nori so ein bisschen auf Abenteuer geht, dass ihre Mom das gar nicht gut findet, finde ich, seine Mom finde ich richtig spannend. Und dass Elektra halt diejenige ist, die dann sagt, hey Anando, ne, ich red mal mit deiner Mutter oder so, das kann ich mir auch super vorstellen, das ist eine tolle Idee. Genau, in Twitch kannst du das nicht so ausführlich schreiben, ja, absolut. Also vielen, vielen Dank, Girl, für deine Ideen. Mach weiter so. Aber vielleicht ein bisschen weniger, weil der Text an sich, ihr dürft gerne viel Text schreiben, das ist absolut fein. Nur vielleicht weniger deep, damit wir noch Freiraum für Interpretation haben und nicht, weil das wäre ja jetzt eigentlich auch schon das ganze Leben vorgestellt. Ich meine, wir machen das gerne, dass wir die Leben von unseren Sims schon komplett durchplanen. Aber ich glaube, es ist trotzdem schön, wenn wir da ein bisschen mehr offen sind. Und ich bin mal gespannt, ob du beim zweiten Video auch was geschrieben hast, weil da hat sich es ja schon wieder gewandelt ein bisschen. Und was da dann passiert. Danke dir, Girl. Und Miau hat geschrieben, sie werden so schnell groß. Anni ist ja mal so hübsch, Nori aber auch. Find zwar das Tuch cool, dass es cool ist, aber ich finde, es lässt sie super erwachsen aussehen. Ja, das ist absolut true, ne? Sie sieht schon wieder aus wie Anfang, Ende 20 vielleicht. Ja, es ist passiert, aber es ist leider bei Sims oft so, ne? Ja, kann mir übrigens beides, sowohl Cheerleading als auch Football vorstellen. Was ich aber auch passend fände, wenn sie Cheerleading macht, weil Anni und Sakura im Team sind. Oh, süß, ja. Und sie das als Clique machen. Anando finde ich auch super cute. Kinder von ihm und Nori werden sicher super niedlich. Voll. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Sophie schreibt, liebe Sandri, ich schreibe seit letztem Jahr an meinem ersten Buch und höre gerade deinen Livestream nebenbei. Und heute ist der 6.7.22:13 Uhr. Ich bin fleißig am Schreiben und höre deinen Stream nebenbei. Viel Erfolg wünsche ich dir. Oh, Entschuldigung. Viel Erfolg wünsche ich dir beim Schreiben. YouTube nachschaut, kann man das nämlich, weil verpasst, dass du live warst. Ja, sehr schön. Danke fürs Nachschauen und viel Erfolg weiterhin beim Schreiben. Und Angelina schreibt, oh wow, so schöne Sims. Freue mich auf ihre Generation. Weißt du zufällig, ob du am 23.24. länger dort bleiben wirst? Sehr wahrscheinlich gehe ich erst um 16 Uhr dorthin. Sehr schade, dich eventuell dann doch nicht treffen zu können. Du meinst jetzt wegen der Gamescom, ne? Also, ich werde am 23., das ist der Freitag, mittags erst, also so gegen 1 oder so erst auf der Gamescom sein. Deswegen glaube ich schon, dass ich nicht ganz so früh gehe. Aber ich habe auch jeweils vor, Abendessen zu gehen mit Freunden. Und ich glaube, dass wir halt nicht so spät essen gehen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich um 18, 19 Uhr wahrscheinlich super K.O. bin und dann tatsächlich auch schon abzisch. Aber 16 Uhr werde ich bestimmt noch dort sein. Dann ist halt nur die Frage, wie schaffen wir es, dass wir uns dann möglichst treffen auch, ne? Aber ich würde mich total freuen, wenn das klappt und ich hoffe es sehr, dass es klappt. Ja. Genau, ich denke mal, dass wir um 16 Uhr noch dort sind, aber ich kann es wirklich nicht versprechen, weil ich bin ja dann den ganzen Tag unterwegs auf der Messe und so ein Messetag ist einfach super anstrengend und ich will jetzt nicht mich schlecht fühlen, weil ich um 16 Uhr vielleicht super K.O. bin, weißt du? Also, I don't know. Ich denke aber schon. Janni, Hallöchen. Chrissy, Hallöchen. Fernandra, Hallöchen. Und Chrissy, mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Ja, also wie gesagt, Karinchen, ich lese ja gerne die Kommentare, nur es dauert halt noch ein bisschen länger. Und Annika, Hallöchen, wenn die dann so lang sind. Muss ein wenig nachschauen, da ich nicht alles mitbekommen habe. Ja, viel Spaß dabei. Ganymed hat geschrieben, Hallöchen Twitch und Sandri, Nori ist ja mal so hübsch, wunderbarer Part, hab die Challenge zu Ende geguckt und war nur manchmal drin. Ja, sehr schön, dass du geguckt hast.
Sia San, Hallöchen, du bist ja doppelt da. Sandra, liebe deine Let's Plays, danke schön. Habe auch noch eine Idee, falls ihr das mit der Teenager-Schwangerschaft in Erwägung zieht. Wenn Nori von Anando tatsächlich ungewollt schwanger wird, dann könnte er von seiner strengen Mutter so zu seinem Großeltern zur Umerziehung fortgeschickt werden. Elektra und ihr Vater unterstützen Nori nämlich bei der Entscheidung für das Baby und helfen ihr, so gut es geht, mit ihrem Liebeskummer auf die Beine. Da unser Kura hält vielleicht doch noch gegen den Willen ihrer Mutter Kontakt mit Nori als Freundin, um heimlich an Nando zu schreiben und ihm über die Entwicklung des Babys zu informieren. Also das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr süße Geschichte. Ich weiß es noch nicht, weil wir hatten bei Elektra und Sydney ja eine ähnliche Geschichte. Also Sydney ist ja auch weggegangen, ne, und hat Elektra mit Liebeskummer zurückgelassen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt nochmal so in die Richtung will, aber ich finde auch die Idee irgendwie sehr, sehr cool. Ich behalte es mal im Hinterkopf, ja? Lina und Linchen, die Hallöchen. Behalt's mal im Hinterkopf. Und Juli, Hallöchen. Okay, dankeschön. Sari hat geschrieben, ich habe eine Stunde Zugfahrt vor mir und dachte, ich schaue mal, was auf YouTube los ist. Ja, perfekt, was sehe ich da? Sandra hat einen Live hochgeladen. Ja, super. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Oder ich habe jetzt im Nachhinein hast du es ja schon, also ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und ich hoffe, die Zugfahrt war noch angenehm. Dann haben wir noch den zweiten Part, der auch noch kommentiert wurde. Ich finde, Nori könnte ja mit Sakura flirten, weil wir lange schon nicht mehr einen Sims hatten, der die gleichgeschlechtliche Flirt gespielt haben. Und mal wieder ein toller Part. Ja, wobei ich glaube, dass die Geschichte mit Anando mir doch ein bisschen besser gefällt. Ich finde es an sich fein und ich finde es auch süß, wenn wir wieder mal eine gleichgeschlechtliche Beziehung hätten. Ich will es aber nicht so erzwingen. Ja, will es nicht so erzwingen. Wir gucken einfach mal. Noris Zimmer ist einfach nur wow. Wäre cool, wenn sie etwas mit Sakura flirtet. Okay, ja, das schreiben jetzt schon viele, ne? Ob sie dann lesbisch oder bi oder whatever wird, wird sich ja dann noch rausstellen. Sie könnte vielleicht auch eine Phase bekommen, in der sie gar nicht weiß, zu welchem Geschlecht sie sich hingezogen fühlt. Und ihre Mutter könnte so sagen, wir haben jetzt schon Aliens und Hexen in der Familie, da macht es keinen Unterschied, dass du dich vielleicht zu Frauen hingezogen fühlst. Also halt freundlich gemeint. Ja, let's have a look. Ich weiß es gerade nicht. Müsst mal gucken. Ich weiß es nicht. Das muss sich, glaube ich, auch wieder dynamisch ergeben. Weil wir hatten geflirtet und Sakura hat es abgelehnt. Support, Support, Fernandra, dankeschön. Finde die Geschichte mit Sakura super spannend. Das könnte noch anders spicy werden, wenn ihre Mom das mitbekommt. Finde gerade alles so spannend. Vor allen Dingen, was ich so cool und interessant finde, Nori ist super extrovertiert und Sakura quasi das Gegenteil. Bin so gespannt, was da alles noch kommt. Anando kann ich mir auch gut mit Anni vorstellen. Anni habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Du hast recht, das könnte natürlich auch passen. Ja. Ich freue mich schon sehr auf Noris Generation. Ich habe nur eine Frage. In der Regel steht, ab Generation 3 darf man Butler haben. Sind wir jetzt nicht in Generation 3? Weil Anfang des Parts darüber gesprochen wurde und das heißt, dass man das darf. Man darf noch nicht. Bin verwirrt. Genau, Schnefka. Für mich ist das Generation 3 startet, wenn sie ihren eigenen Haushalt hat. Also die Generation... Nee, falsch. Generation 3 hat ja jetzt schon gestartet. Aber ich finde irgendwie, dass sie... ja, den Butler einstellt in ihrer Generation. Deswegen würde ich warten, bis sie erwachsen ist und selbst entscheidet, ich stelle eine Haushaltshilfe bzw. einen Butler ein. Deswegen würde ich noch warten, bis sie erwachsen ist, weißt du? Und ihren eigenen Haushalt schmeißt, sozusagen. Ja. Ich liebe ihr neues Zimmer, dankeschön. Lisa schreibt, danke für die inspirierenden Worte bezüglich Alter und Verhalten. So true und einfach eine super Einstellung, Sandri. Habe es sehr genossen zuzuhören. Ich danke dir, girl. Ja, stehe ich auch zu 100% dahinter. Ich danke dir. Hallo Sandra, ich hoffe, dir geht es gut. Könntest du verraten, welche Seite du für den Stammbaum verwendest? Würde mich sehr interessieren. Ja, Canva. Genau. Ja, Canva. Benutze ich. Da habe ich einfach selbst so eine Vorlage erstellt und mache da immer meine Stammbäume rein. Bömmchen rein. Bömmchen. So, sie hat noch geschrieben, hallo, ich nochmal, ja, good day. Bezüglich deiner Aussage, dass ihr unterwegs wart und die Dachfenster waren offen und ihr schon kurz davor wart zu streiten... Nee, also nicht zu streiten. Also wir haben nicht gestritten, sondern es war eher so, dass wir gesagt haben, wir wollten halt beide in Panik geraten. Das war eher das. Also gestritten war überhaupt kein Streit in sich. Das war eher so, dass wir halt beide gesagt haben, so, ja, scheiße, jetzt müssen wir uns aufregen, weil die Dachfenster offen sind und es jetzt regnet. Das ist doch voll kacke. Und dann haben wir uns halt darauf geeinigt, dass das eigentlich egal ist, weil, ne, so. Aber es war jetzt nicht der Streit, sondern es war eher das, dass wir beide
sauer werden wollten bezüglich der Fenster. So, genau. Und du dann eingelenkt hast, hey, es lohnt sich jetzt nicht, sich darüber aufzuregen, zu stressen. Genau, ja. Genau das ist Erwachsensein. Ja, ich glaube schon und ich finde es auch nach wie vor wichtig, ab und zu mal wieder runterzukommen und erstmal zu sagen, okay, jetzt überlegen wir erstmal. Jetzt gucken wir erstmal, was wäre denn das Worst-Case-Szenario und so weiter. Ne? Das hilft schon, um wieder ein bisschen runterzukommen. Angie schreibt, Lille, bin mir wieder auf dem Stand. Ja, hi Angie. Mal schauen, wie lange irgendwie gerate ich immer so wieder schnell in Verzug, weil es auch einfach viele Videos sind, ne? Aber ich glaube, ich wäre für Anando, weil er einfach ein Typ ist, den wir noch nicht so oft hatten. Der schüchtere Junge von nebenan, unterdrückt von seiner Mutti und das beliebte Mädchen. Und wer weiß, was mit dem neuen Pack kommt und passiert mit der Dating-App und mit den Turn-On und Turn-Offs. So jetzt lange geschrieben, ich wünsche viel Spaß beim Stream. Dankeschön, meine Liebe. Das ist natürlich auch wahr. Wir können natürlich auch sagen, wir warten mit Anando und Sakura, bevor wir da irgendwie jetzt Küsschen austauschen oder so, bis wir wissen, wie es läuft. Ne? Ob sie turn on, turn off und sowas. Das fände ich eigentlich spannend, ne? Stimmt. Okay, also ich sehe gerade noch, die Mini hat nochmal die Erklärung für die Merkmale von Sakura reingeschrieben. Outgoing, das bedeutet kontaktfreudig und Fickle, das bedeutet wankelmütig, unbeständig. Das ist von der Mod, die ich im Spiel habe. Interesting. Okay. Gut. So, da sind wir. Okay, da ist unsere Nori-Maus. Wir sind immer noch in der Schule, aber wir beenden jetzt gleich den Schultag, würde ich sagen, weil wir diesen Karrieretag hatten. Also wir haben den Karrieretag, aber wir können da nicht hin. Deswegen lernt sie jetzt einfach mal noch ein bisschen die Schule kennen. Und Ina, Hallöchen. Ja, also ich mache das immer so, dass ich im Taskmanager alles, was von Razer Synapse offen ist, ausmache und dann nochmal neu starte und dann geht's. Aber es ist trotzdem nervig, ne? Elim, Hallöchen. So. Wir nutzen den Schultag. Genau, es kommt ja jetzt am 25. das neue Pack raus. Aber das wäre dann nicht nächstes Wochenende, ne? Weil dann könnten wir nämlich einfach mal gucken, wie sie Sakura und Anando findet. Aber dann müssten wir jetzt noch drei Parts ignorieren, die beiden. Das fände ich auch irgendwie nicht so cool. Ich weiß es nicht. Dissoziativsubjekt, Hallöchen. Zendaya, wer soll das sein, Juli? Kenne ich nicht. So, ja gut, noch 28 Minuten. Hä, jetzt ist ja doch jemand hier. Na gut. Ich glaube, die anderen sind trotzdem nicht in der Schule. Was ist denn hier passiert? Ach, es regnet. Mhm. Okay, lalala. Wir haben überlegt, ob sie zu irgendeinem Kurs geht. Ich glaube, dass ich Cheerleading... Ah, wobei, vielleicht geht dann das da weg, ne? Ich will erst, dass sie ihren Pfadfinder abgeschlossen hat. Ich glaube, dass man nicht beides machen kann, ne? Ach, wir könnten doch das Auditorium besuchen. Na, jetzt brauchen wir es auch nicht mehr. Das ist eh schon zu spät. Kannst du mal dein Pfadfinder-Ding checken? Nee, gut, können wir nur zu Hause scheinbar. Ja, dann gehen wir gleich nach Hause und dann gucken wir uns das mal an. Amerikanische Schauspielerin, okay. Ja, bestimmt habe ich sie gesehen, ja, aber vom Namen her sagt es mir nichts. Aber ich bin sowieso nicht so gut im Namen merken. So, nach Hause mit dir, Girl. Und dann hoffe ich, das ist aber nett, ach, sie verschwindet in den Kamin, natürlich. Dann hoffe ich natürlich, dass unsere Mitschüler morgen richtig spawnen, am nächsten Schultag, meine ich. Ah, okay. Okay, ja, ich kenne keine Leute. Nee, kenne ich alle nicht. Nee. Ich kenne doch niemanden. Ja, es wäre schon krass, wenn sie irgendwie sich in beide verknallt, ne? Boah, da draußen macht jemand sein Unkraut oder sowas. Das kann ich.
So, wir sind wieder zu Hause. Ich finde ihre Schuluniform so süß, ne? Wir gehen jetzt mal in den Briefkasten und ich glaube, sie kann noch ein paar Sachen verschicken. Dann kriegen wir nämlich auch was. Geschenk für einen guten Zweck. Du kannst mal ein Freundschaftsbändchen verschicken. Und vielleicht noch dein Rex-Buch. Das brauchst du nicht mehr, du bist alt genug. Anastasia, Hallöchen! So, mach das mal. Vielleicht noch das Fahrzeugbild. Zählt das jetzt? Was ist los? Ist ein bisschen schwindelig. Ja, das jetzt haben wir vielleicht ja schon abgeschlossen auch, ne? Oh, ich liebe ihr Zimmer auch. Alalalalalom. Alalalalalomlom. Die lom lom lom. Ah, hier hinten. Mom ist wieder am Sport machen. Oh ja, Fitnessabzeichen können wir abholen. Und dann brauchen wir nur noch gute Taten und Kunstabzeichen. Handwerksarbeit, Zeichnungen oder Gemälde an. Oh, nee. Warum eine Staffelei? Hilf jemand bei den Hausaufgaben. Oje, oje. Du kannst aber hier mal die Pfütze wegwischen. Ich glaube, das zählt auch. Ja, das ist true, Mini. Die ganze Familie ist super sportlich. Das war, die Oma war auch schon sehr sportlich und sie ist auch sportlich und die Mama ist sportlich. Alle sportlich einfach. Ist auch mal schön so, wenn das deren Priorität ist. Hat das geholfen? Nee, ne? Super. Nahrungsergänzungsmittel könnten helfen. Oh, wir holen mal welche. Nahrungsergänzungsmittel. Vitamine. Ja, das hier wahrscheinlich, ne? Für Teenager. Hast du genommen? Nee. Doch. Okay. Nee, sie hat, sie braucht, ich weiß es nicht, Präparate. Ja, Sydney macht auch viel Sport, das stimmt. Was können wir denn tun, damit sie das Abzeichen bekommt? Hab eine Idee. Sie kann Sachen wieder zurück in den Kühlschrank legen. Ich glaube, das zählt auch. Nicht. Tisch decken? Gut. Okay, kann man hier Tisch decken? Oh nein, Sydney ist ausgebrannt. Aber es war mal letztes Mal schon so, ne? Oh Mann, müssen wir noch Hausaufgaben kaufen? Das ist echt blöd. Oh nein, sie schreibt ja morgen Prüfung. Auch noch. Damn it. Weißt du, fängst in der Schule an, hast erstmal eine Prüfung. Wie blöd ist das denn? Naja. Saria, Hallöchen. Jetzt hat's ihr geholfen, oder? Oder ist es einfach nur überschattet? Ist einfach überschattet. Okay, cool. Mom hilft dir bei den Hausaufgaben. Ah, with a dib. Wie war denn der erste Schultag, Schatz? Naja, nicht so aufregend. Also, wir haben jetzt nicht so viel gemacht, weil das war halt so ein Kennenlernen und so.
Aber ja, ansonsten, eigentlich war es okay. Und waren Anando und Sakura auch da? Ja, ja, die waren auch da, aber wir hatten keine Zeit, miteinander zu quatschen, weil es war so viel los einfach. Und alle, naja, sind da rumgelaufen und haben ihre Klassenzimmer gesucht und so. Ach, es war ein bisschen verrückt. Bist du denn mit den beiden in einer Klasse? Ja, wir haben einige Kurse zusammen, aber auch nicht alle. Okay, ja, das finde ich cool. Also, das ist doch super Sache. Witze mag, ja, cool. Ja, das mit den, also man kann das... Nee, man kann es nicht ausschalten, glaube ich. Man kann nur die Rivalität auf der Arbeit ausstellen, ne? Hausputz, Werwölfe, Highschool. Jobkündigung, Selbstfindung kannst du nur ausstellen. Nee, sonst nix. Das ist so blöd, Ellie, oder? Dankeschön, Janni. Das ist schön zu lesen. Ja, wir checken jetzt nochmal das Ding. Ja, Dad, mach doch mal Sport. Das hat immer schon geholfen. Oh Gott, erst 2 von 6 und 4 von 6. Bring jemanden zum Lachen. Oh, super. Dann kann sie ihrem Dad mal einen Witz erzählen vielleicht, ne? Cool. Hat super geklappt. Ja, aber sie ist jetzt auch super fertig, ne? Sie geht mal pieseln. Und schlafen. Nessie, Hallöchen. Mich insgesamt gefragt hatte, warum ich zum zweiten Mal ein Abo dagelassen hatte, obwohl ich zum ersten Mal von mir aus eins dagelassen hatte. Ist das wegen einem verschenkt? Ich verstehe es jetzt nicht. Kitty, was meinst du? Ich kann dir nicht folgen. Lady Jane, Hallöchen. Ich kann dir da jetzt nicht folgen. Mach das, Ellie. Viel Erfolg. Mausi, du musst 2 pinkeln gehen. Ob du bitte gehen willst. Boah, Sydney ist so angespannt. Und du steckst bitte deine Hausies ein. Was ist los? Okay, dann kannst du schlafen. Oh, jetzt wollte ich es gerade anpinnen. Sandy, wie geht's dir? Soll ich jetzt eine Staffelei hinstellen oder ist sie eher handwerklich? Ich weiß es nicht, ob sie eher malen würde oder eher was bauen würde. Was denkt ihr? Annelenchen, Hallöchen. Eher malen oder eher bauen? Denk eher malen. Bauen, eher bauen, malen, 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 also etwas herstellen, bauen. Weil Kerzenherstellung fände ich jetzt auch irgendwie nicht so passend. Ich bin unsicher. Malen, bauen, Blumen. Oh, schön, Sandy. Das dauert gar nicht mehr lange. Dann würde ich ihr aber tatsächlich ein Grafiktablett hinlegen. Stricken oder sticken? Auch nicht schlecht. Ich glaube, ich würde ihr ein Tablet hinlegen. Ich glaube, sie ist so eine Tablet-Maus. Ich sehe sie jetzt überhaupt nicht an der Staffelei, dass sie Bilder malt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie am Tablet was macht. Das kann ich mir vorstellen. Oh ja, nimm es doch halt ins Inventar, Mausi. So, am Grafiktablet, wisst ihr? Da sehe ich sie. So, das müsste zählen, ne? Ihr habt es, glaube ich, gehört. Oh, süß! Sie hat so eine Blume gemalt.
Noch eine Blume. Die gleiche. Stimmt, sie ist Linkshänderin. Ich glaube, das ist Base Game, Melly. Das passiert einfach. So, haben wir das jetzt erledigt? Nee, ich glaube nicht, ne? Ich glaube, das müssen wir... Oh, nee, das sieht ja furchtbar aus. Wo hat sie das Tablet hingelegt? Hallo! Mhm, über das Grafiktablet finde ich es echt passend jetzt. Linkshänder sind die cooleren. Wow, Mini! Hast du nicht geschrieben? Hey, Mom! Oh, du bist ja schon wach, Nuri. Alles okay? Ja. Ich habe ein bisschen auf dem Tablet gemalt. Ich konnte nicht mehr schlafen. Ich glaube, ich bin einfach zu aufgeregt wegen dem Schultag heute. Oh, okay. Ja, ich habe einfach direkt eine Prüfung heute. Hast du gelernt? Ja, ein bisschen halt. Das ist halt direkt so eine Eingangsprüfung. Ich finde es voll verrückt, oder? Wir machen mal mit Mom so ein witziges... Mom, komm mal da vom Laufband jetzt runter, bitte. Wir müssen witzige Interaktionen machen. Wir müssen dich zum Lachen bringen. Und Kelly, hallöchen. Schön, dass du da bist. Guten Morgen. Ja, sie sieht halt wirklich direkt ein bisschen erwachsener aus. Aber das ist okay. Und kleine Bi, hallöchen. Das ist okay. Sie lacht ja gar nicht. Warum sind unsere Witze nicht gut? Bring andere zum Lachen. Na gut, dann halt nicht. Ach was, Karinchen, ob man Links- oder Rechtshänder ist, oder was? Wie witzig. Ja, hoffentlich hilft ihr das. Sie hat Versagensangst. Sie möchte gern Anerkennung für eine Arbeit bekommen. Mit Angelo flirten? Das ist ihr Lehrer, Leute. Nee, wir machen jetzt nicht normal so eine Lehrergeschichte. Nee, da habe ich ja gar, vor allen Dingen nicht immer Angelo. Angelo ist immer der Lehrer, mit dem andere was haben. Nee, da möchte ich jetzt nicht. Ehrlich nicht. Nee, das machen wir nicht. Wir kommen mit zur Highschool. Nee, nee, nee. Nope. Nicht schon wieder Angelo. Armer Angelo, wieso? Weil er sie jetzt nicht haben kann oder was? Nee, aber das machen wir jetzt nicht. Das ist mir jetzt auch einfach ein bisschen stressig. Das ist mir jetzt nix zu viel. Liebe. Lehrer Lover Story? Nee, nicht schon wieder. Wie gesagt, wir hatten ja eine. Zwar jetzt nicht live auf Twitch, aber sowas gab's ja schon. Und ich weiß jetzt wirklich nicht, ob ich das jetzt direkt wieder brauche. Weil er immer für die Lehrerstory hinhalten muss. Ja, ist so, oder? Der Angelo, der verliert immer seine Zulassungen. Der arme Lehrer. Lena, hallo! Sag mal. Wild, der Angelo. Mhm. Wie Nuri auch einfach nur mit Erwachsenen flirten will. Ganz komisch. Der arme Angelo. Ja, so arm ist er natürlich nicht. Aber Leute, wir provozieren das nicht jetzt, ne? Warum nicht meine Love Story mit der Rektorin? Ist so. Die will keiner. Verstehe ich nicht. Ist doch so cute. Hm, Konzentration, bitte. Ich muss mal ganz kurz mein Kamerabild ein bisschen anpassen. Weil irgendwie ist die Kamera... Hä? Huh. Ah, da. Weil... Warte. Ich glaube, ich...
ich habe so viel Platz oben irgendwie. Jetzt ist besser, ne? Da war irgendwie so viel Platz oben. Das war komisch. So. Oh nee, jetzt sind die schon wieder nicht in der Highschool. Oder? Sind sie vielleicht drin? Anando? Oh, das ist doch blöd. Warum funktioniert das nicht? Ich hab dir doch zugewiesen. Ich glaube echt, dass ich bei Anando und Sakura aufs Grundstück muss, um sie hinzuzufügen. Das checken wir dann nochmal. Und bei Anni genauso. Ist es nicht, dass es 2 Tage dauert? Weiß ich jetzt nicht. Naja, wir machen jetzt erstmal unseren Schultag und die beiden sind halt ein bisschen busy gerade und müssen erstmal, wir lernen jetzt mal und sie sind halt, wieso haben wir eigentlich keine Schuloutfit wieder an? Na gut. Ja, wir machen jetzt für unsere Prüfung lernen, das ist halt noch die Eingangsprüfung, die machen das in einem anderen Gebäude, deswegen sehen wir sie gerade nicht, ne? Es ist halt ein Wochenende, das ist halt blöd. Ja, ich finde ihr Outfit auch so schön. Sie ist so hübsch, ne? So, Mausi, du musst aufhören zu lernen. Schnell bitte, geh zum Unter... Oh Gott, sie stinkt ja. Oh nein. Schade. Oh Gott, sie kommt zu spät zum Unterricht. Unangenehm. Ey, ob du bitte in den Unterricht gehst? Sie hat die Prüfung nicht geschrieben. Toll. Super Sache. Gut läuft es hier. Super läuft es. Schule läuft immer so gut. Sie ist total gestresst, ey. Oh, da ist der Lehrer. Naja, ist junger Erwachsener, okay. Dann geht's ja noch. Wem hat er denn jetzt den Kuss zugeworfen? Uns ja wohl nicht. Ich finde es jetzt nicht angebracht, dass der hier sitzt, ne? Ich finde es jetzt einfach nicht angebracht. Wir ignorieren den jetzt. Wir ignorieren den jetzt. Ne? So nicht, meine Lieben. Wartet mal, ich mache ihr mal ein bisschen Stinky weg, weil ich gerne ein Foto machen würde, wie sie hier sitzt. Sie ist so hübsch, ey. Aber sie stinkt. Kannst du bitte aufhören zu stinken? Ich habe doch Stinky weggemacht. Mach mal ganz kurz nicht Stinky, bitte.
Jetzt hör doch mal bitte auf zu stinken. Wann verschwindet denn der Gestank? Ach Mann, ich wollte ein schönes Foto machen, jetzt stinkt sie so. Ja, perfekt. Jetzt stinkt sie nicht mehr so. Alles Gene, ne? Das ist so krass. Ich möchte mal ganz kurz erwähnen, dass sie ja... Ah, wir sehen es wahrscheinlich nicht im Stammbaum, ne? Weil ich den ja... Ja, schade. Oder? Nee, leider nicht. Aber sie ist ja nicht die dritte Generation. Eigentlich, ne? Weil ihre Mom war ja auch schon ein Kind aus unserer Challenge. Also, wir haben hier wirklich sehr, sehr viele Generationen. Das ist so krass, wie insane schön sie ist. Mareike, hallöchen. Grumpy Nuri, ja, ja. Okay. Jetzt kriegt sie erstmal einen Ausraster. Okay, sie soll freundlich zu einem Schüler sein. Dann stellen wir uns hier mal bei Rowan vor. Nicht. Gut. Aha. An Prüfung teilnehmen. Macht es bitte. Mimi, hallöchen. Mareike, die habe ich Hallo gesagt, gell? Ja, ich glaube schon gerade. Okay, wir schreiben jetzt die Prüfung. Aha. Schreibst du jetzt bitte die Prüfung? Boah. Das ist alles so gruselig. Genau, Dakota war Unterschied im Stammbaum-Challenge nämlich. Ja. Also sie war das Kind der Unterschied im Stammbaum-Challenge letzte Generation. Sie hat die Prüfung nicht gemacht, glaube ich. Unser Leben ist ein Problem. Wer flirtet denn hier? Okay. Sollte mehr lernen. Ja, gut, lass mich doch in Ruhe. Ich habe mich super vorbereitet auf diese Prüfung, Mann. Ja, genau, Mini. Wir haben einen neuen Spielstand gestartet, als wir mit ihr hier begonnen haben, sozusagen. Dann sind wir in einem neuen Spielstand. Wo sind denn alle? Sind jetzt alle nach Hause gegangen? Keine Streber, die länger in der Schule bleiben? Gut, dass freitags keiner bleiben will, kann ich irgendwie verstehen, aber ich würde halt gerne mal jemanden kennenlernen. Wieso kann sie die denn überhaupt nicht kennenlernen? Wir können nur ein Gerücht verbreiten über Rowan. Die Schule habe ich selbst gebaut, ja, die ist in der Galerie hochgeladen. Naja, dann hoffen wir mal, dass wir am Freitag hier hin können, ne? Wir erzählen jetzt einfach irgendein Gericht, einen Witz. Oh, vorstellen. So. So. Also wirklich. Oh, sie will einen Solo-Auftritt geben, Leute. Nee, du bist viel zu müde, du gehst nach Hause. Aber sie interessiert sich fürs Cheerleading. Oh ja. Das ist eine gute Sache. Ja, ich glaube, dass wir bei der Unterschied im Stammbaum-Challenge irgendwann eine Adoption hatten. Das heißt, es sind nicht so die leiblichen Gene mehr. Das glaube ich. Aber ja, also wir sind trotzdem schon sehr weit, was Generationen angeht. Aber ich glaube, irgendwann hatten wir eine Adoption. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber ich glaube, dass die Mutti von Dakota adoptiert war. Nee, die Mutti von... Doch! Die Mutti von Dakota war adoptiert, genau. Und deswegen haben wir nicht so 1:1 die Gene. So ist es. Die Mama von Dakota ist adoptiert. So ist es. Ja, ja, ja. I remember. So war das. Mhm. Genau, Ocean hat er adoptiert. Ja. So war das. I remember. Gut, dass wir uns alle remembern können. So war das nämlich. Und dann ist nämlich die Mama von Dakota eigentlich... Na? Nicht fortlaufend. So, ihr wisst schon. Ja, unter dem Stammbaum hat mir auch mega Spaß gemacht, die Challenge. Absolut. Boah, sie ist super müde. Sie geht jetzt mal nach Hause und legt sich erstmal eine Runde aufs Ohr. Schule war anstrengend. Ihre Eltern sind beide wieder arbeiten, wenn sie heimkommt. Wie immer. Eltern sind immer arbeiten. Okay, sie kommen gerade beide von der Arbeit heim. Ich hab grad gesagt.
Wir müssen das Restaurant nochmal öffnen. In der Hoffnung, dass was bei rumkommt. Dad ist gestresst, den lassen wir ein bisschen Sport machen. Und dann vielleicht duschen. Und dann in die heiße Quelle steigen. Vielleicht hilft ihm das. So, Nori schläft eine Runde. Ophelia ruft an, ja. Ich glaube, dass sie Sakura mal eine SMS schreibt und an Nando eine SMS schreibt und Anni eine SMS schreibt. Alle mal fragen, wie es in der Schule lief. Ja, Dad, warte doch, bis ich aus dem Bad gehe. Hey, Mom, ich habe Hunger. Gibt's irgendwas zu essen? Ja, nimm dir was aus dem Kühlschrank. Das Essen dauert noch ein bisschen. Dann musst du nicht warten. Ja, okay. Wie war die Schule heute? Oh, es war super anstrengend. Es war auch so viel los einfach. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob die Prüfung gut lief. Ich glaube, ich habe die Prüfung ein bisschen verkackt. Ach, ich weiß auch nicht, Mom. Oh, Schatz. Sollen wir nochmal drüber reden? Sollen wir nochmal drüber gucken? Nee, ich will jetzt nicht über... Ich will nicht drüber reden. Ich will noch nicht drüber gucken. Hm, okay. Na gut. Ich will dieses Abzeichen schaffen. Aber was müssen wir tun dafür? Unterhalte ein Kleinkind, bringe jemanden zum Lachen, trage Müll raus. Okay, Müll rausbringen. Du brauchst eine Mülltonne. Ja, aber es sind ja noch 19 Tage. Das ist schon noch eine ganz lange Zeit, ne? Mach dir da jetzt mal keinen Stress. Du hast noch ganz lange Urlaub. Ferien. Das ist doch... 19 Tage ist sehr lang. Gerade beschlossen, chinesisch essen zu gehen. Ich lieb's. Ja, lecker. Kleine Bi, geil. Yum, yum. Krieg ich auch direkt Hunger. Uff. Warum geht denn das nicht? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Ich mache jetzt die Mülltonne mal hier hin. Sag mal. Ja, das fand ich auch blöd. Und dann hat man immer gemerkt, Mini, was man alles falsch gemacht hat. Ne? Richtig kacke. Warum macht man sowas? Verstehe ich nicht. Platziert jetzt da so einen blöden Müllcontainer. Ja, fühle ich. Willkommen zurück, Michelle. Ich verstehe diesen Pain auch überhaupt nicht mit den Mülleimern. Jetzt probieren wir das mal mit dem Mülleimer hier. Es geht einfach nicht. Merkt ihr was? Ach so. Ach so, verstehe, was ihr meint. Okay. Ja, verstehe. Lilly, hallöchen. Ah ja. Mausi? Ronja, hallöchen. Ja, vielleicht war das echt das Problem. Aber ich glaube, der andere war auch nicht automatisch. Aber was weiß denn ich, ey. Ich glaube, das zählt aber nur auf Manieren. Oh Mann, unser Restaurant ist so schlecht ohne uns. Hat das Restaurant jetzt einfach zugemacht, oder was? Unzuf...
Ist die sehr unzufrieden. Oh Mann, wir müssen morgen ins Restaurant, Leute. Vanja, Hallöchen, willkommen im Stream. Dankeschön. Also das Haus ist von der Shell, also die uneingerichtete Hülle, habe ich in der Galerie hochgeladen mit Landscaping und so. Das kannst du super gerne auch runterladen. Nur einrichten müsstest du es dann selbst. Oh Mann, ey. So, wie sieht's aus hier, Mausi? Zeig mal. 4 von 6. Trage Müll raus. Hilf jemand bei den Hausaufgaben. Oh Mann, oh Mann. Trage Müll raus. Wegwerfen. Britichen, Hallöchen. Warte mal, wir probieren das mal so. Müll leeren. Ja! Ja! Oh nee, jetzt hat sie es auf den Boden gelegt. Das ist ja blöd. Bring das mal lieber schnell in den Müll. Oh, bring das lieber raus, schnell. Super, danke, Maus. Hä? Das war doch kein Cheaten. Was ist denn los? Nee, Leute, hallo. Nee. Drama-Lama-Pfadfinderin möchte ich werden. Oh. Geh schlafen, Maus. Und ihr beide macht mal Liebe. Des Stresses wegen, dass ihr mal ein bisschen Entspannung bekommt. Sind die eigentlich immer noch junge Erwachsene? Nee, erwachsen beide, ne? Ja, perfekt. So. Wichtig und richtig, zwischendurch auch mal ein bisschen zu lieben. Denn die Liebe liebt uns. Wir lieben die Liebe. Versteht ihr? Elektra, wir gehen nach dem Liebe machen schlafen. Essen kannst du wann anders. Jetzt wird geschlafen. Ich räume den Teller weg, kein Problem. Geh bitte schlafen. Gut, ich verstehe schon, warum Sydney so oft gestresst ist. Weil er hat ja auch einen sehr, sehr stressigen Job, ne? Das darf man echt nicht vergessen. Ach komm, Mausi, du bist ja jetzt auch Teenagerin. Und du musst ja auch noch deinen Körper kennenlernen, so. Ich bin doch Speckbarbie. So funktioniert das mit der Liebe. Oh nee, Annika. Hast du was Bestimmtes vorzukaufen? Oder guckst du nur? Gut, dass die Katzen wieder mal auf dem Tisch sitzen, ne? Ganz toll finde ich das. Jetzt werden alle erstmal geschimpft. Oh nee, jetzt hängt die da drin, ne? Na gut, egal. So, die Maus ist jetzt auch wach. Du kannst jetzt mal dein Abzeichen abholen. Rauferei in der Nachbarschaft machen wir nicht mit. Vergiss es. Willkommen zurück, Melike. Und Lenchenlein, willkommen im Stream. Danke für deinen Follow. Hallöchen. Wir werden jetzt erstmal das Abzeichen abholen.
Hallöchen. Mach's dir gemütlich. Schön, dass du reinschaust. Holst du dir jetzt bitte das Abzeichen ab? Girl, lauf jetzt bitte hier hin. Die hat sich da reingebackt. So. Oh, guck mal, dann kann sie die Wäsche direkt mal zum Trockner bringen. Wir sind Dramalama-Pfadfinderin! GG! So, und jetzt werden wir, jetzt werden wir, meine Lieben, das ganz klasse machen und werden Cheerleaderin. Ach, krass, Ellie. Ja, das ist crazy. Geht mir auch oft so, Annika, wenn man dann schon mal da ist, ne? Sehr gut. Mal ein bisschen Haushalt machen hier, ey. Oh, nee! Was für ein Wassereinsparungsmist. Nee. Da mache ich jetzt einfach nicht mit. Wassereinsparung, nein, danke. So, ich habe eine Idee, was wir heute machen. Sie ruft jetzt Anni an. Hey Anni, ich bin's. Oh, sag ihr liebe Grüße. Liebe Grüße von meiner Mom. Was machst du heute? Mir ist voll langweilig. Ich will irgendwas unternehmen. Nee, ich muss heute nicht zu dem Pfadfindern. Ich habe alles geschafft. Ich habe es abgeschlossen. Cool, oder? Ja, voll. Finde ich auch cool. Komm doch in mein Restaurant heute. Mom fragt, ob wir essen gehen wollen bei ihr. Im Restaurant. Es geht auf mich. Geht auf sie. Ja, hast du Bock? Ich würde noch Anando und Sakura fragen, ja? Ja, okay, bis dann, ciao. Ja, gut, Mom, dann kommen wir später, okay? Oh, das ist so eine tolle Idee, ich freue mich so, ihr Mäuse. Cool, und Anando und Sakura kommen auch? Ja, keine Ahnung, ich muss jetzt erstmal fragen. Ja, ruf da mal an. Willkommen zurück, Corvus. Cheerleading. Hä? Wie geht das? Wie macht man also, hä? Lady, Ylva? Hallöchen. Wie kann man denn da eingeladen werden? Ich weiß es gar nicht. Hä? Du musst mit einem Mitschüler sprechen, der in dem Club ist. Ach, was? Ob ich das noch nie gemacht habe? Und gar nicht wusste? Okay. Toll. Aber dann kündige ich jetzt trotzdem schon mal das Pfadfinder-Ding. Nee, Elektra muss arbeiten! Nee, Elektra, du musst dir jetzt einen Tag Urlaub nehmen, weil wir müssen heute ein Restaurant besuchen. Das ist jetzt schon entschieden. Zehn Urlaubstage. Okay, danke schön für die Info. Hey, Anando, Sakura. Ja, ich bin's. Kommt ihr später zum Restaurant meiner Mom? Wir wollten essen. Och Mann, bitte kommt. Das wäre so schön. Ja, fragt eure Mom. Sagt ihr, dass meine Mom auch da ist, okay? Okay. Ja, ciao. Ich weiß noch nicht, ob sie kommen, Mom. Das, keine Ahnung. Sie sind immer so streng irgendwie. Hm, immer so streng. Sophia, hallöchen. Immer so streng. Die Mom ist und die Papa ist, ne? Müssen wir mal gucken, ob das funktioniert, ne? Let's have a look. Man weiß es wieder nicht.
weil es wie immer schwierig ist. Sims Girl, Hallöchen. Ja, willkommen im Stream. Mach's dir gemütlich. Schön. Das hört sich doch gut an. Ach ja, ich muss schon wieder pieseln. Soll ich es euch ehrlich sagen? Tut mir leid. Ich halte es noch ein bisschen ein. Ich habe so viel getrunken heute schon. Aber trinken ist ja auch wichtig, ne? So, wir sind im Restaurant. Jetzt müssen wir unsere Mitarbeiter erstmal checken. Warum ist sie denn so sauer eigentlich? Ich verstehe es gar nicht. Wir öffnen mal unser Restaurant und sprechen mal mit unserer Mitarbeiterin. Und Vanni, Hallöchen. Oh, guck mal, sie kommt schon direkt angepisst zur Arbeit. Überprüfen. Du bist ein schrecklicher Boss! Ich wünschte, du wärst nett, aber das bist du nicht. Das wünsche ich mir jeden Tag. Was ist denn mit dir? Jetzt noch sagen, dass sie einen tollen Job macht, nachdem sie so böse war. Yay, Boo. Du machst einen tollen Job. Wir sind alle so dankbar, dich zu haben. Ja, ja, komm. Unzufrieden. Will die jetzt echt befördert werden von uns? Ja, komm, befördern wir sie halt. Wetten, dass sie dann glücklich ist. Die will ja nur befördert werden. Super. Ja, ich habe hart geschuftet, komm. Red nicht weiter. Neutral! Ist sie neutral? Bin auch manchmal neutral. Setzen Sie sich bitte alle wieder. Der Service ist großartig, na immerhin, ne? Okay, cool. Wenigstens funktioniert das jetzt hier schon mal. Nein, 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 nein! Na gut. Die Restaurantleitung war so aufmerksam. Ja, ja. Genau. Apologize for wait. Entschuldigen Sie, dass Sie 3 Minuten haben warten müssen. Der Koch ist leider nicht gut. Du kriegst eine Schulung, Koch. Weil wir wollen, dass du besser wirst. Gut. Wir loben ihn nochmal. Denise, Anita, Hallöchen. Super. Ist er denn sonst happy? Er ist neutral. Alle neutral. Gut, außer einer ist zufrieden. Ja, das hat der Enfi gemacht für Immunity. Mhm. Okay, die Gäste sind aber zufrieden. Gut geführt kriegen wir ab 5000, glaube ich. Ne, 4500. Das müssen wir auf jeden Fall schaffen, damit es, wie gesagt, gut geführt ist. Wo ist sie denn jetzt? Ist sie jetzt doch bei den Pfadfindern? Ich habe dich doch gekündigt. Oh, Mann. Ach, bis 16 Uhr. Na gut. Ja, läuft bei uns. Ja, jetzt läuft unser Restaurant wieder.
Es ist auch immer gut, vom Chef begrüßt zu werden. Ja. So, jetzt können wir bitte hierher kommen. Nori, du kannst aber dein Pyjama ausziehen. Gut. Okay, rufen wir noch die anderen drei an. Sakura, Ananwo und Ani. Hey Sakura, Anando, cool, dass ihr da seid. Ich freue mich voll. Anni müsste auch jeden Moment kommen. Was habt ihr eurer Mom gesagt, dass es klappt? Ach, Mom hat's nicht. Also, naja, sie ist noch arbeiten und... arbeiten? Ich wusste gar nicht, dass eure Mom arbeitet. Nee, sie arbeitet auch nicht, aber sie ist... Ja, ich weiß schon, Kitty, aber so dringend ist es jetzt noch nicht. Alles gut. Ja. Ne? Ich krieg das geregelt. Danke dir. Ich hab's im Griff. Und sie ist, naja, sie macht so ein gemeinnütziges Ding, weißt du? Sie geht halt da hier irgendwie zu so einem, weiß ich nicht, zu so einem Spendending oder so. Keine Ahnung, was Mom macht. Oh, Anando, du solltest dir das wirklich langsam merken. Unsere Mutter liefert einen ganz wertvollen Beitrag an die Gemeinschaft. Ja. Was macht sie denn? Naja, sie ist im Gemeindekomitee und dort macht sie wirklich ganz tolle Sachen. Sie arbeitet daran, dass es, naja, den Leuten, die nicht so viel haben, dass es ihnen besser geht. Wow, das ist ja wirklich cool. Ja, und außerdem macht sie auch so eine Gruppenveranstaltung für den Bücherclub. Ein Bücherclub, das ist irgendwie cool. Ja, genau, und naja, Mom ist in sehr vielen Vorständen, musst du wissen. Deswegen ist es schon, naja, schon wichtig, dass sie da, dass man das auch zu schätzen weiß, Anna. Du solltest wirklich wissen, was unsere Mom tut. Ja, sorry, Sakura, du hast natürlich recht. Ich weiß auch nicht. Ist nicht schlimm, Nando. Jetzt weiß ich's ja. Okay, Leute, wie sieht's aus? Wollen wir reingehen? Ich habe einen Mordshunger und ich denke mal, dass Tante Elektra bestimmt wieder richtig geil kocht. Komm, wir gehen rein. Ja, sie hat jetzt einen Koch. Oh nee, kocht sie nicht selbst? Nein, aber der Koch soll gut sein. Okay, ja, lass uns mal schauen. Ich bin mir da nicht so sicher, weil eure Mom kocht normalerweise richtig gut. Und wenn jetzt andere kochen, weiß ich nicht. Ach, das wird schon gut werden. Naja, gut, dann gehen wir mal was essen. Kinder, da seid ihr ja! Hi, Mom! Setzt euch, ich habe euch hier einen schönen Tisch reserviert. Cool, dass das aber auch so geht, ne? Ja, Sakura ist auch super süß, ey. Danke, Mini! Und wie geht's dir, Sakura? Naja, ganz gut. Wie war dein erster Schultag? Wir haben uns ja leider gar nicht gesehen. Ja, das war nicht leicht. Ich weiß auch nicht. Da war so ein Mädchen, die war echt gemein zu mir. Was? Wer war das? Wieso? Keine Ahnung. Ich glaube, naja... Ach, Mama hat mich vor die Schule gefahren. Oh. Und die fanden es doof, oder was? Ja, sie haben mich ausgelacht. Ausgelacht. Einfach so. War denn Anando dabei? Ja, Anando war auch dabei. Aber was soll er denn tun? Wenn sie lachen, lachen sie. Oh, das tut mir so leid. Ja, das war echt blöd, aber... Naja, ist schon okay. Ja, ich glaube, dass deine Mom da einfach ein bisschen anders denkt, oder? Ja, sie will mich ja nur beschützen. Sie hat ja absolut recht. Ich hätte das alleine nicht geschafft ohne sie. Natürlich hättest du das geschafft. Nein, es war schon gut, dass meine Mom dabei war. Anni, da bist du ja. Egal jetzt, okay? Ja, okay. Hey, Anni. Oh, Leute, die neue Schule ist so cool, oder? Ja, sie ist schon ganz cool. Wie warst du dich, Sakura? Ja, ganz cool. Echt nette Leute auf der Schule. Und ja, hast du schon Freunde gefunden? Boah, ich habe so viele neue Freundinnen. Richtige Clique. Aber ihr seid natürlich meine One-Favorite-Clique. Euch mag ich am allermeisten.
Wir dich auch, Anni. Wo ist denn Anando eigentlich? Ist der immer noch auf Klo? Ja, der wollte noch die Fahrräder abschließen. Der kommt gleich. Das, die Sterne, das sind die Restaurantbewertung, Corinchen. Wie die das Restaurant gerade bewerten. Genau. Und Momo, Hallöchen. Na, Anando, wie war dein erster Schultag? War cool, oder? Ja, doch, war eigentlich ganz nett. Ich habe ein paar Leute kennengelernt und voll blöd, dass wir uns gar nicht gesehen haben. Ja, voll blöd, Anando, wirklich. Ich weiß gar nicht, was los war. Wir hatten so viel zu tun einfach. Und wie war die Prüfung für euch? Oh, ich fand, die war echt ein bisschen schwer. Echt, Anando? Oh nein, aber meinst du, du bestehst? Ja, ich denke schon. Guck mal, wie sie guckt, ey. Ich glaube tatsächlich, dass sie beide mag. Also ich glaube, dass sie Sakura mag und dass sie aber auch Anando mag. Sie findet sie einfach aussehend wahrgenommen. Und wie findet sie Anando? Sehr attraktiv. Und ja gut, er ist ja schon ihr Schwarm auch, ne? Aber vielleicht Anni und Sakura, Leute. Das könnten wir natürlich auch spielen. Dass vielleicht Anni mit Sakura zusammenkommt. Das wäre doch auch süß. Dann könnten wir dasselbe Drama spielen, was wir im Kopf hatten. Aber halt mit Sakura und Anni. Statt mit Nori und Anni. Oh je, unser Girl riecht schon wieder ein bisschen. Vier Sterne! Ja, aber Monsterküken, ich will es halt nicht erzwingen und es scheint ja nicht so zu passen, ne? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass Sakura trotzdem mit ihrem Problem zu Nori kommt, aber ich meine, sie hat ja ganz offensichtlich einen Crush auf Anando. Also sie findet ihn attraktiv und er ist ihr erster Schwarm. Also das ist ja jetzt nicht so, dass wir das gedrückt haben, dass es so sein soll, ne? Und ich finde, dann sollten wir das auch nicht erzwingen, dass sie jetzt auf Frauen steht. Also ich finde es immer völlig fein, wenn es in Sims automatisch passiert. Das ist richtig schön und dann spiele ich das auch voll gerne. Und manchmal, klar, bringe ich die Sims auch in diese Richtung, aber da muss es auch vorher schon passen. Und irgendwie war von Anfang an, irgendwie haben wir über Anando gesprochen und ja, sie wollte mit Sakura flirten. Sie hat auch mit Sakura geflirtet und Sakura hat es abgelehnt. Und jetzt hat sie einen Crush auf Anando. Also ich will das auch wirklich nicht erzwingen. Vielleicht können wir mit Anni und Sakura ein bisschen was, ich sag mal, in die richtige Richtung schubsen. So, ja, aber ich will jetzt nicht so auf Biegen und Brechen das so hindrücken. Ne? Weil wenn jetzt nicht Anni, wenn wir jetzt nicht schon den Crush gehabt hätten, ach, kann ich jetzt gar nicht wählen, oder was? Wenn ich jetzt nicht den Crush schon gehabt hätte, dann wäre das auch was anderes gewesen. Dann hätte ich gesagt, ja gut, passt schon, ne? Aber da sie ja diesen ersten Schwarm-Dings auf ihn angewendet hat, sag ich mal, will ich das halt auch lieber so lassen, ne? Omega, sie haben sich selbst was bestellt. Lecker. Ich würde sagen, wir schließen jetzt auch das Café. Also lassen keine neuen Gäste zu. Master Wind, Hallöchen. Master Wind, Master Wind, Hallöchen. Bestellung priorisieren. Die warten ganz schön lange. Genau, während wir hier mit Mom sind, reden sie hier noch drüber und also sie versuchen einfach noch einen schönen Abend zu verbringen und sagen, oh mein Gott, Leute, bald ist Abschlussball. Nächste Woche schon. Achso, nee, Abschlussball kann ja gar nicht sein. Homecoming-Ball. Oder sowas. Das wird so cool. Habt ihr Bock?
Ja, naja, ich weiß nicht, ob Mom das erlaubt. Ich weiß auch nicht, ob unsere Mom das erlaubt. Ich glaube eher nicht, dass wir hinkommen. Was? Ihr müsst hinkommen! Sakura, du kannst mich da nicht alleine hingehen lassen. Also ich würde ja auch mitgehen. Ja, das ist schon mal gut, Nori, aber Anando, Sakura, ihr müsst kommen. Ja, wir können ja mit Mom reden. Oder ihr macht eine Ausrede. Wir können ja sagen, dass wir, keine Ahnung, eine Pyjama-Party machen oder so. Meint ihr, das würde sie erlauben? Ja, vielleicht schon eher, aber eine Party an der Highschool, denke ich nicht. Nee, ich denke, da können wir nicht kommen. Dann überlegen wir uns was. Und dann machen wir trotzdem Party, okay? Na gut, wir gucken mal. Aber ich kann euch nichts versprechen. Ja, kann sie nicht versprechen. Also, Anando, es war echt cool, dass ihr heute gekommen seid. Ich, ja, war schön und, ich hoffe, dass wir uns dann sehen, ja? Also, wenn wir uns, naja, also, am Montag dann wahrscheinlich, oder? Ja, ja, ich denke, am Montag sehen wir uns in der Schule, ne? Ja, cool, Anando, dann ciao, bis Montag. Ja, ciao. Macht es, kleine Bi, lasst euch gut schmecken. Tschüss. Bitte? Die Person gerade Müll gemacht. Noch ein paar gratis Getränke? Komm, take it, shake it. Gratis Getränke. Die Wartezeit war ziemlich lang. Gratis Dessert. Mhm. Gratis Dessert, immer gut. Die kriegen auch eine gratis Speise. Ob ihr uns jetzt vielleicht gut bewerten wollt? Niata, Hallöchen. Macht es, Corvus. Ganz viel Spaß. Mega. Macht es. Düsseldorf. Okay, sind die Angestellten in der Wahl noch happy? Wir haben 4 Sterne, Gott sei Dank. Neutral, neutral, zufrieden, neutral. Okay, gut. Wir haben 5000 Punkte. Dann können wir im nächsten Part nämlich... Nee, nicht im nächsten Part, sondern wir können jetzt gut geführt holen. So, die noch und die noch. Ah ja, guck mal, da ist doch schon das Essen. Kriegen die noch ein gratis Dessert, dann können wir zumachen. Wollen sie kein gratis Dessert? Okay, tschüss! Wow! Okay, wir können jetzt das nächste Mal, also wir kaufen jetzt direkt gut geführt, das bedeutet, setzt die Wahrscheinlichkeit, dass sich während der Abwesenheit deines Sims schlimme Dinge ereignen, herab. Bam. Was können wir noch machen? Geduldige Gäste vielleicht. Überernte, profitiere von einer Überernte, geduldige Gäste. Ich glaube, geduldige Gäste bleibt dann, gell? Wir nehmen noch geduldige Gäste. Okay, ab nach Hause. Wow, okay, das lief doch eigentlich ganz gut. Schön auch, dass wir das Vierertreffen hatten. Dass die vier zusammen einen schönen Abend verbracht hatten im Restaurant. Das ist ja eigentlich auch cool, vor allem, dass wir das im Restaurant von Elektra machen können. Können wir vielleicht öfter mal machen, dass sie sich dann da öfter mal treffen. Weil sie ja dann auch in der Aufsicht von Elektra sind. Und das wird wahrscheinlich der Mama von Sakura und Anando auch gut gefallen, dass sie auch das so im Blick behalten kann. Ich glaube, ich mache jetzt auch noch mal ein Foto von Anando und Sakura. Dass wir die auch mal haben. Und ich glaube, dass ich das auch für Thumbnail cool fände, wenn ich ein Foto von den beiden hätte. Ja, mach das mal. Schön, dass du reingeschaut hast. Viel Spaß im Hundi.
Mimi, Hallöchen. Sag mal, Mimi, hast du vorhin schon mal Hallo geschrieben? Irgendwie habe ich in Erinnerung, dass ich was überlesen habe. Warst du das? So, wir sind zu Hause. Was wollte ich machen? Achso, ich wollte noch mal ein Foto von Anando und Sakura machen. Was sind denn die beiden jetzt? Achso, ich bin bei Mom. Ah, okay, dann Hallöchen, Girl. Gehen wir mal ganz kurz in den Kass nochmal. Bin echt gespannt, wie der Escape Room heute wird. Grosch. Oh, er ist schon süß, ne? Die ganzen eBay-Kleinanzeigen-Leute schreiben hier. Süß. Und Tag bei Hallöchen. Mit einer Zwangsage kann es nur gut werden. Ich bin echt gespannt, ey. Kann es mir gar nicht vorstellen, irgendwie. Aber wie gesagt, ich glaube, dass es wirklich nur kurz ist mit der Zwangsjacke und dass man da jetzt nicht ewig drin rumhängt mit der. Also das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Das ist bestimmt so ein kurzes Ding, wo man reingeht, dann hat man die kurz an und dann, ne? Ja, so muss es sein. Wir sind zu viert. Mimi! Ich will nie verfallen. Ich will nie verfallen. Anders sein. Okay, sie mag Disco. Da fehlt Ivy was? Oh, jetzt habe ich vergessen, Pause zu drücken. Mimi war uns so kleiner als drei. Dankeschön, Mimi, für 37 Monate. Vielen, vielen, vielen Dank für deinen langen Resub. Dankeschön. Und das ist auch, ach krass, und es ist auch ein gutes Timing, denn wir werden jetzt den Part beenden. Wir haben jetzt in diesem Part die Highschool besucht. Ich hoffe sehr, dass morgen, wenn wir spielen, wir auf jeden Fall dann aufs Gelände können mit den anderen. Also es wäre wirklich gut, wenn die Mod dann funktioniert und wir zusammen in die Schule können. Ich finde es echt blöd, wenn es nicht geht, aber das, ich bin jetzt einfach mal gute Dinge, dass es funktioniert. Und dann werden wir im nächsten Part noch, wobei, ich weiß halt nicht, ob wir halt warten wollen, ob, nee, ich meine, sie hat ja schon einen Crush auf ihn, aber vielleicht gucken wir mal, ob wir mit Sakura und Annie anbandeln, ne? Das könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich finde die Idee eigentlich schön, weil dann hätten wir doch eben eine gleichgeschlechtliche Beziehung, die ihr euch ein bisschen wünscht, und wir hätten aber auch das Thema, dass, also wir sind ja dann eine Vierer-Clique und dann hätten wir nämlich auch den Spice wieder mit drin. Das wäre schon, glaube ich, sehr, sehr spannend, also kann ich mir spannend vorstellen. Und dann beende ich jetzt die Aufnahme. Vielen Dank an alle, die über YouTube zugeschaut haben. Natürlich auch vielen Dank an alle, die jetzt über Twitch zugeschaut haben. Für euch auf Twitch geht es jetzt weiter mit unserer Seasons Gold Digger. Sehr cool. Da freue ich mich jetzt drauf, denn da haben wir auch sehr viel, was wir gerade erleben. Und für euch auf YouTube bis zum nächsten Part morgen. Ich freue mich drauf. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Und tschüssli. Bye. Tschüss.